Leute, was geht ab am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Heldenfreunde. Und ihr seht es im Hintergrund, ist gerade wieder übel viel los auf dem Server. Connecten direkt mal drauf, Freunde, und das ist heute die letzte Folge vor dem großen Kampf. Denn alle, die es von euch mitbekommen haben, in der letzten Folge haben wir die Ampelkrieger zu einem 1 vs. 1 herausgefordert. Zu wird gegen Banks fighten, Amir gegen Russack, Rainy gegen Ryan und ich versus Chaos Flow, Freunde. Und ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, ich bin gerade so am Trainieren, weil ich wirklich so krass Respekt vor diesem Fight habe. Denn, Freunde, Chaos Flow ist halt ein Minecraft-Spieler seit immer. Der Typ macht nichts anderes in seinem Leben als Minecraft spielen und ich muss gegen den antreten, weil Real Talk, Flo ist halt ein richtig krasser Gegner, Freunde. Jeder, der von euch Chaos Flo nicht kennt, ich denke mal, viele kennen ihn ja so oder so. Flo spielt halt gefühlt schon seit immer Minecraft PvP, Freunde. Der kann krass crystallen. Der ist generell einfach übel stark in Minecraft. Spielt ja auch eigentlich nie was anderes. Ich glaube, der hat ja auch nicht eine Fortnite-Zeit und nicht eine GTA-Zeit gehabt, wie ich zum Beispiel, sondern der hat immer Minecraft gemacht. Und gerade wegen dem Punkt ist es halt noch viel, viel schwieriger, gegen ihn zu gewinnen, Freunde. Wir können mir eins glauben, ich werde mein allerbestes geben, auch wenn wir vielleicht sogar den Fight morgen verlieren werden. Glaubt mir, ihr könnt euch sicher sein, ich habe übertrieben krass geübt. Ich bin wirklich hardcore am reinzwitten und ich werde absolut mein Bestes geben. Und ich sehe gerade, Rainy ist da hinten auch schon. Wir haben einfach morgen alle unseren großen Fight, Freunde. Das fühlt sich irgendwie an wie so ein Finale. Aber die heutige Folge soll dann einfach nochmal dafür da sein, dass wir uns komplett ready machen, Freunde. Heißt, Rüstung komplett reparieren, alles vorbereiten. Ihr seht schon, ich habe ein paar Enderperlen schon geholt. Ich werde noch viel mehr holen. Corpwebs will ich auch noch viel mehr holen. Ich werde noch ein paar Lava-Eimer holen und generell alles halt für den Fight ready machen und eine neue Rüstung, weil ich glaube, meine jetzige ist auch schon kaputt. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, Yami hat mir geschrieben. Aber jetzt schreiben wir erstmal in den Chat, Eiskrieger, Besprechung in der Mitte. Okay, jeder Eiskrieger soll da einmal antreten. Oh mein Gott, Freunde, weil ich habe nur gehört, dass paar Leuten... Oh, ich habe gar keinen Federfall. Weil paar Leuten fehlen noch so ein paar Sachen. Und Freunde, ihr wisst es selber, wir als Team halten zusammen. Jeder bekommt jetzt noch das, was ihm irgendwie fehlt. Oh, ein Enderman. Wichtig, den holt Arme sich direkt. Moin, moin. Hallo? Hallo, was geht? Hey. Was geht ab? Bro. Oh, hat Enderperlen bekommen. Bro, morgen ist der große Tag, checkst du das? Bro, ich hab's gerade auch schon angesprochen. Was morgen geht? Ist es soweit, Mann. Was geht? Warte, wo ist Jungs? Jungs? Weiß nicht, ich habe ihm geschrieben nochmal, ob er kommt. Ah, ey, guck mal, das Ding ist, wir sind ja alle krass am Trainieren. Ist einfach Fakt. Aber ja. Skala von 1 bis 10. Ich muss noch ein bisschen, wie aufgeregt seid ihr? Wie aufgeregt bist du? 11, Bro. Bro, ich auch, Digga, und du? Echt? Ich bin noch bei einer, so einer 6, 7. Echt? Nur? Ja. Boah, ich bin jetzt schon am Zittern. Krass. Wer kommt da hinten? Ah, das ist Jules. Was geht, Bro? Was geht? Alles cool, alles cool. Ich war noch wegen Stani beschäftigt gewesen. Ja, absolut. Eigentlich muss ich mich darauf konzentrieren, aber ich mache mir gerade noch Sorgen wegen Stani, ey. Das passt gerade auch gar nicht rein. Ja, der Junge weint gerade die ganze Zeit. Der ist nur am Weinen gerade. Das macht mir gerade wirklich Kopfschmerzen. Also im positiven Sinne, er tut mir so leid gerade. Armin, du hast es ja auch gestern alles mitbekommen, was passiert ist. Ja, im positiven Sinne macht dir das Kopfschmerzen? Nein, im positiven Sinne, dass ich mir Sorgen um ihn mache. So meine ich das. Bro, dafür darfst du jetzt keine... Dass mich nervt. Morgen ist der große Kampf gegen Banks, Bro. Du kannst jetzt nicht noch mit Stani irgendwie... Recht. Aber Sio... Ja, Bro. Stani will doch gerade nicht geholfen werden. Der mir auch, der, ich versuche ihm auch zu helfen. Aber weißt du, was ihm vielleicht helfen würde? Was denn? Wenn wir morgen die Fights gewinnen, gerade wenn du gegen Banks gewinnst, Bro, was du musst, Stani ja übelst Sio, du hast wünscht. Den wichtigsten Kampf, Bro. Du musst das morgen reißen. Du darfst jetzt keine Gedanken Jungs, irgendwo anders hin. Recht. Ja, ihr habt definitiv recht. Sorry. Du konzentrierst dich jetzt noch mal morgen auf den Fight. Ja. Und dann gehen wir Stani retten. Ja, voll auf Stani, weißt du, alles 100% auf Stani geben. Sonst hast du jetzt auch immer was im Hinterkopf, das bringt dir auch nichts. Ihr habt wirklich recht, sorry. Freunde, was macht's, Ju? Eiskrieger an die Macht, wirklich. Eiskrieger auf die 1. Auf jeden Fall. Eiskrieger auf die 1. Ey, Jungs, ganz, ganz wichtig. Wir müssen für morgen perfekt equipped sein. Habt ihr alles? Corpwebs, Wasser, Lava, alles. Wir brauchen alles. Ah, Jungs, kommt mal mit, apropos Lava. Kommt mit. Ja. Oh, Lava habe ich auch noch richtig viel, falls ihr was braucht. Ich brauche ungefähr noch so 3 Eimer. Ich habe richtig viele Enderperlen. Also ich habe Corpwebs ganz viele. 20 Eimer oder sowas insgesamt. Ja, okay, dann habe ich auch ein paar gefarmt. Aber Leute, du wolltest doch, glaube ich, ein paar Enderperlen, oder? Wie viele brauchst du? Ich brauche nur noch 2 rein, theoretisch. Ey, ich gehe gleich noch farmen, Ich habe einen übel krassen Plan. Ja, ich gehe gleich auch Enderperlen farmen, auf jeden Fall. Oh, hier ist Lava. Oh, ja, stark. Ey, Bro, ich würde mir Real Talk ein bisschen holen, wenn es okay ist. So viel, wie du willst. 2 Eimer brauche ich. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich lege dafür Wasser rein. Hier. Boah, ich habe noch ein bisschen Schweinefleisch gefarmt. Das ist das beste Essen, falls jemand braucht. Schweinefleisch? Ja, chop mir, Bro. Salami, Salami. Würde ich nehmen. Boah, Bruder. Brauchst du ein Steak? Ich gebe dir mal 2 Steaks. Groß, Junge! Oh mein Gott. Ich hab wieder eine Enderperlen. Ich hab... Oh.
Okay. Oh, 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 oh. Ganz kurz, braucht noch jemand Spinnenweben? Spinnennetze. Spinnenweben habe ich 2,5 Stacks. Ja, hier, nimm einen, Bro. Sicher, sicher. Nimm noch einen. Ich hab ganz viele. Ich habe eine dieser Kiste hier nochmal gelegt, ganz Stack. Okay. Ich auch genug. Okay, hier ist auch noch ein Stack, ne? Okay, ich muss noch auf jeden Fall, ich muss unbedingt Goldäpfel farmen gehen. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich habe noch ein bisschen Gold, aber auf jeden Fall. Warte, komm mal, genau die Kiste unter dich. Guck mal, die Kiste unter dich. Ja, ich hol den mit, Freunde, nicht, dass der irgendwer klaut. Ich hab die Kurve jetzt nochmal mitgenommen jetzt. Meine nicht brauchen. Nee, alles gut, alles gut. Jungs, braucht noch irgendjemand was? Braucht jemand ein Schild der mit Haltbarkeit 3 nochmal? Das wäre geil. Das wäre sehr nice. Ja. Mit was repariert man Schilder eigentlich? Let's go. Mit Schilder. Ja, okay, dann easy. Mit Schilder, ja. Braucht jemand Äpfel, irgendwas? Boah, ich hab. Ey, wie viel Goldäpfel nimmt ihr mit? Äpfel müsste ich farmen gehen. Äpfel 2, 6. Ich glaube, ich nehm 2,5 mit. Auch 2. Aber guck mal, denk dran. Erstmal, ne, ihr wisst unser Trick. Und zweitens, was, wenn die Rüstung gebrochen ist? Ich würde auch danach noch mehr Äpfel kalkulieren, weil falls der Kopf weg ist, heißt ja nicht direkt, dass ihr verloren habt. Ja, aber ich glaube, bis die Rüstung kaputt geht, braucht man ungefähr nur einen halben Stack und danach braucht man halt exponentiell mehr. So. Ja, deswegen. Heißt, ich glaube, so 2 Stacks sollten schon echt reichen, sagst du? Okay. Ja, aber treibt halt nicht. Bro, mach so, wie du dich wohlfühlst. Dann haben die ne? Ja. Ja gut, ich mach 2,5. Braucht noch jemand Goldäpfel? Ich hab noch Gold. Ja, wie gesagt, ich werd euch auf jeden Fall farmen. Gegen Gold habe ich. Das ist nicht das Sicher? Ding. Okay, ich habe 16 Goldblöcke im Inventar. Kannst du alle haben, wenn du willst. Musst du mir nur Bescheid sagen. Ja, Bro, gib mal erstmal. Und ich werde da, ich gebe dann, ich habe von Armin jetzt auch gerade 23. Bitte? Ich gebe dann die zurück, die halt übrig sind. Boah, das. Boah, sehr, sehr nice. Let's go. Das ist crazy. Jungs, habt ihr eine volle Rüstung? Ich weiß nicht, wie viele Sets spielt ihr? Ich habe ausgemacht, dass ich mit einem einzigen Set Ich mache mit draußen auch nur ein Set. Ich habe tatsächlich noch gar nichts ausgemacht. Ich hoffe einfach nur, dass es für mich ein faires Battle wird zwischen ihm. So, wir müssen gleich auch nochmal kurz... Guck mal, das Ding ist, ne, da habe ich wirklich Angst vor. Was auch mit Tränken? Weil ich zum Beispiel... Bro, ich nehme keine Tränke mit. Ich habe auch Brian schon gesprochen. Bei uns gibt es keine Tränke. Bei uns auch nicht. Dann mach ich auch keine, Bro. Weil das Ding ist... Banks bestätigt das. Bro, guck mal, ich hab selber vorgeschlagen, mit 2 Rüstungen zu fighten. Da meinte Flo, nee, das dauert viel zu lange. Ja, dann machen wir ohne Tränke, weil mit Feuerschutz... Ja, ohne Tränke, das dauert auch zu lange. Dauert es auch genauso lange, das macht ja gar keinen Sinn. Und ansonsten, ich weiß nicht, du spielst mit Armbrust, glaube ich, oder? Ja, ich könnte auf jeden Fall Armbrust benutzen, Safe, Bogen, also von mir aus alle Items kann auch Banks benutzen, außer Tränke. Also wirklich alles außer Reparatur, Tränke und, Ich überlege halt, ob ich mir auch noch eine Armbrust machen soll. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, hätte der mit seiner Armbrust spielen wollen, hätte er Bescheid gesagt, oder? Nein, habt ihr gesagt, ohne Armbrust? Haben wir gesagt? Ja, habt ihr? Ich frag dich, ob du das abgibst. Nee, wir haben nichts gesagt, aber... Ganz kräftig. Aber meint ihr, dass ihr vorher nochmal sprechen sollt? Also ihr sprecht einfach nochmal und dann guckt ihr. Ja, ich denke, wir quatschen ja eh morgen, bevor es losgeht. Ja, genau. Ja, okay, Jungs. Dann letzte Vorbereitung treffen. Vielleicht muss ich nochmal ein bisschen ran, PvP-Training. Weil ich habe da Dinge gehört über Ryan, die mich jetzt ein bisschen... Die Dinge habe ich auch gehört, Bro. Du musst dich ranhalten auf jeden Fall. Was denn? Dass Ryan tatsächlich im Trainingsfight schon ab und zu mal gegen Banks gewonnen hat. Bro, er hat gegen Banks gewonnen. Also das ist anscheinend auch wirklich krass. Richtig so eine Heldensimulation oder was? Ja. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich guck mal, ich gehe da rein mit der Erwartung, ey, ich gebe einfach alles, was ich kann. So, mehr nicht. Du wirst das schon machen. Ja, tut mir leid. Meine Baby Girl. Jungs, ich gehe jetzt Enderperlen noch ein bisschen farmen. wenn ihr irgendwas habt oder so, sagt Bescheid. Jungs, vor meiner Folge noch. Braucht irgendjemand Langsamkeit? Feile Langsamkeit, Bro, wichtig. Oh mein Gott. Ey, gut, dass du sagst, Alter. Die habe ich gerade nicht dabei. Ich habe auch. Ja, okay. Tschüss, Digga, aber drei. Ich bräuchte auf jeden Fall auch noch ein paar gegen Bang. Ich gebe die später. Aber die braucht man auch. Du weißt ja auch, wo unsere Farm ist, ne? Ey, ganz kurz. Wie viel Stacks holt ihr mit Pfeile der Langsamkeit? Wir haben gar keine mit Rosak und ich. Oha. Okay. Weil die haben auch voll viele, weißt du? Dann haben wir mir gesagt, wir beide haben gesagt, wir haben keine Tränke, kein Dings. Wir machen wirklich so clean PvP. Na, okay. Also ich nehme 4 mit. Ja, ich nehme auch erstmal mit. Und sonst noch irgendwie Unendlichkeit. Hier, vergesst nicht aber noch normale Pfeile zu holen, wenn eure Langsamkeit ausgehen sollten, ne? Ich hab komplett gefarmt, Bro. Okay. Ja, du holst du. Ja, easy, Jungs, dann ich gehe Enderperlen farmen. Und falls noch irgendwem was auffällt, was ihr braucht. Ja, klar, dann sag direkt Bescheid, ja. Ich gehe ganz kurz zu Yami, weil der hat mir die ganze Zeit geschrieben. Schreib, wenn du auch ready bist, dann komme ich direkt, ja? Warte, wer hat dir geschrieben? Yami, warum? Auf gar keinen Fall triffst du dich mit dem. Hä? Bro, was ich hab dir das noch nicht erzählt. Der Yami ist doch der Anführer dieser Anti-Helden und ich hab die doch belauscht gehabt.
Und die haben gesagt, das nächste Ziel von denen ist das Herz abziehen von dir. Das kann ich bestätigen, das habe ich auch mitbekommen, jetzt wo du das sagst. Ich habe ihm geschrieben, was willst du von mir? Gut, hey, warte mal, will der mich nochmal mental vorbereiten? Okay, okay, okay. Der hat Jude. Lass dich nicht runterziehen von irgendwas. Du musst kurz ja, Bro. Oh mein Gott. Bro, ich warte, Yami will hier hinkommen, warte. Ich sag dir, der soll kommen, hier. Bro, wenn der kommen will. Ja, warte mal, gucken wir es online. Enter, hey, Denergy und... Wir sind zu dritt, Also, ich bin gerade massiv auf den Fight vorbereitet, deswegen... Ich auch. Ich bin sowas von ready, Digga. Ich auch. Okay, warte, was mal, fehlt mir noch? Kurz. Das. Einer noch. Ey, Freunde, Lava, alles ready, komplett. Bis zum Ende. Junge, ich bin auch wirklich... Lass schon mal runtergehen. Ich bin ja, so... Digga, ich hab wirklich, ich hab so auch Schiss vor diesem Fight, ne? Was ja? Los, Jungs? Was wollt ihr? Ey. Was los? Lukas, ich würde gerne mit dir reden. Auf gar keinen Fall. Hä, warum? Digga, weil, denkst du, ich hab vergessen, was du letztens gesagt hast? Dass Bro, du A-Wife ein Herz abziehen willst? Das, ich würde doch niemals A-Wife ein Herz ziehen können, das ist viel zu strong. Bitte, wir brauchen doch Hilfe. Ey, bitte. Jungs, drück mal, Tab. Ja. Ja, seht ihr, wer online ist? Hey! Hey, bitte! Seht ihr, wer online ist? Jude ist online, oder wie meint ihr? Und wer noch? Ja, die Eiskrieger alle sind online. Ja, Jungs, also hey. was wollt ihr, wenn ihr mit der Wife reden wollt? Bitte, ja, das ist safe, bitte! Ich würd gern auf gar keinen Fall. Nix. Was für euch helfen, Digga? Hä, Bro, wir brauchen deine Hilfe. Wofür denn? Bro, bitte! Wofür denn? Hä, warum soll ich euch denn helfen? Es gibt morgen eine Gerichtsverhandlung. Und Ben und Gomme haben sich als uns ausgegeben und haben auf der Insel des Friedens Unruhe gestiftet und das aufgenommen und so getan, als wären wir das. Und jetzt werden wir für 72 Stunden gebannt. Ja, perfekt. So, super. Hey! Jungs, guck mal. Ja, wir sind ja zwar Betrüger, aber wir betrügen wenigstens ehrlich. Ja, wir haben... ehrlich, Mann! Weißt du, was die gemacht haben? Was denn? Die haben Ryan aus dem Lina Skin gegeben und Kian in eine Falle gelockt, damit die Kian killen konnten. Hm, nee, das hört sich sehr ehrlich an. Das war gar nicht so gemacht. Also, wenn schon, dann ordentlich. Ja, egal. Zischt mal ab jetzt. Wir helfen euch nicht. Ja, wir helfen euch nicht. Ente, obwohl, warte mal, wir können morgen hingehen und wir können dagegen aussagen. Genau, wir können gegen euch aussagen. Das könnten wir machen. Ja. Danke für den Tipp. Das war's. Komm schnell. Danke, machen wir. Jetzt verzieht euch, Mann. Oder jeder Hit sitzt. Guck mal der. Und daneben. Oh Mann. Bro, ich schwöre auf alles, ich wäre da jetzt blind einfach reingegangen. Hättet ihr mir gerade nichts gesagt, ich wäre einfach zu Yami gegangen. Ja. Ist mir gerade eingefallen. Okay. Aber gut, Bro, ich gehe jetzt noch ein paar Enderperlen. Wie viel hast du? Ich habe genauso viel, wie ich mitholen darf. Ja, okay. Weil also ich gehe jetzt noch ein paar Enderperlen holen. Ich habe noch 5 extra. Ja, easy. Ich gehe generell noch ein paar farmen. Kann man immer gut gebrauchen. Ja. Weil ich habe ganz viel TNT mir schon geholt. Und ich werde so eine. Ich will eine neue Strategie ausprobieren. Deswegen, ich check mal ab. Willst du aber TNT fighten? Nee. Bro, zum Enderpelt-Farm. Ich gehe in das Biom, wo nur Endermänner spawnen und werde im Berg alles wegspringen, dass da eine Riesenhöhle ist und ganz viele Endermänner kommen. Okay, verstehe. Was macht Rainy jetzt mit Tzu gerade, weißt du das? Keine Ahnung. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich bin jetzt verabredet mit Tri dann zum PvP-Training. Ja, Bro, wichtig. Ey, lass uns später auch noch trainieren, okay? Ja, machen wir. Okay, easy. Lass morgen gewinnen. Du hast MLG und verkack. Ja? Allein wenn wir zwei gewinnen, dann können wir schon nicht mehr verlieren. Ey, ich sag dir ehrlich, ne, ich hab's gerade meinen Zuschauern auch schon gesagt, gegen Chaos Flow wird eine krass harte Nummer. Bro, Chaos Flow ist Minecraft-YouTuber seit immer. Der macht nichts anderes als Minecraft spielen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube auch, der ist besser als ich. Aber ich trainiere, Bro, keine Ahnung. Ich gebe Vollgas und dann müssen wir halt schauen. Ich auch. Ich gebe auch Vollgas. Mich unterschätzt auch jeder gerade. Ja, das. Aber Bro, da muss ich auch schon echt sagen, wir haben auch schon oft trainiert. Ami ist krass gut geworden, also. Bin gespannt. Ah, da unten ist Ryan hier. Warte, lass mal runter. Jetzt geh runter. Moin, Alter, moin. Geiler MLG. Ah, du weißt doch, die Eiskrieger kommen immer. Cool, Mann. Okay, wollen wir los? Ja. Ach so, Bro, ich wusste nicht so. Ich dachte, du gehst schon mal vor, ich komme dann gleich nach. Jungs, ich geh jetzt mit. Ich bin mit Kielern verabredet zum PvP-Training. Ja, gönn dir. Achso, ja, okay. Hau rein, viel Spaß. Was ist, ruf mich an, wenn ich online kommen muss. Jojo, machen wir. Amir, kann ich ganz kurz mit dir reden? Ja, klar. Können wir ganz kurz miteinander reden? Sollen wir durchziehen? Ja, Bro, komm mit. Was besprechen. Ja. Achso, musst du noch? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich will nur einen Plan, kurz mal sagen. Jetzt gerade, weil du geschrieben hattest. Ja. Okay, also Enderperlen farmen. Wir werden richtig viele farmen und zwar habe ich mir eine übel krasse Taktik überlegt. Du weißt ja selber, also hast du mir auch gesagt, bei diesem Eis-Biom, da kommen ja nur Endermänner. Also da spawnen ja keine anderen Zombies. Genau, deswegen werde ich. Und Bro, ich habe jetzt richtig viel TNT besorgt. Wirklich, ich glaube 10 Stacks oder 12 Stacks habe ich mir geholt aus meinen Dingensräumen.
und werde jetzt in dieses Biom, in den Berg, ein Loch sprengen, was riesengroß ist, in der Hoffnung, dass da die ganze Zeit, auch wenn Tag ja, ist, okay, die ganze Zeit Enderman spawnen. Ja, okay, ich check. Das wenn das hinhaut, Bro, dann haben wir fast eine Enderman-Farm. Bro, dann können wir den ganzen... Stimmt, dann können wir den ganzen Tag... Oh mein Gott. Das ist schlau, Digga. Wir können eine Enderman-Farm machen. Ja, ja. Eine kleine. Die ist nicht so krass wie im End, aber... Weißt du, so, dass man dann so dieses... Die werden ja von diesem Ding angezogen, was man mit Enderperlen macht. Weißt du, was da ja, manchmal genau, bleibt? Genau. Ja. Könnte man eigentlich machen. Das wäre krass, okay. Das wäre wild. Aber ja, würde ich gleich machen. Mach du schon mal die Sprengung. Ja. Ich rede nochmal kurz mit Zio, wenn er jetzt gleich mit Army fertig ist. Und dann sehen wir uns. Ja, machen wir so. Okay. Easy. Okay, bis gleich. Tschö. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Ihr habt den Plan gehört. Wir werden jetzt noch gottlos viele Enderperlen farmen, weil ich wirklich glaube, für den Fight sind Enderperlen sehr, sehr stark. Und das unterschätzt auch irgendwie jeder so ein bisschen. Weil wenn man irgendwie gecorpwebbt ist, klar kann man hier in 2 Sekunden Wasser platzieren, dann geht das auch weg. Aber was halt viel, viel schneller ist, und ich habe jetzt keine Enderperlen im Inventar, aber wenn du ein Corpweb hast und dann Hotkeys und dich einfach bam rauswirfst. Wisst ihr, wie ich meine? Und du bist instant draußen, dann hast du gar nicht so diese. Dann hast du gar nicht die Zeit, wo du so einen Hit oder so kassierst. Und das bin ich gerade echt noch am Üben. Generell, Freunde, ich habe meine ganzen Hotkeys nochmal überarbeitet. Ich kann gefühlt in 2 Sekunden mich löschen. Ich kann Lava setzen. Ich kann jetzt direkt hier Corpweb und, Freunde. Ich habe mir wirklich krass noch was beigebracht. Ich glaube, ich habe for real noch nie so viel Minecraft-PvP gespielt wie jetzt in den letzten paar Tagen. Aber ihr wisst es selber, der große Kampf steht voraus und ich will euch da draußen auch nicht enttäuschen. Auch wenn ich da wirklich, da habe ich die meiste Angst vor, dass sie einfach kassieren. Ich kann Flo halt, wie gesagt, gar nicht einschätzen. Ich habe noch nie gegen ihn gefightet und er spielt halt schon seit immer und ewig Minecraft. Und das ist halt wirklich der große Punkt, der mir ein bisschen Angst macht. Flo ist halt direkt ein richtig krasser Gegner. Ich hätte jetzt natürlich auch erstmal 1 gegen 1 gegen, keine Ahnung, irgendwen, der leichter ist oder so machen können. Aber ich sage euch ehrlich, Freunde, alles oder nichts. Ich werde morgen mein Bestes geben und selbst wenn ich morgen sterben sollte, war das wahrscheinlich die krasse Übung, die ich hätte überhaupt nur machen können. Egal was passiert, für die nächsten Fights bin ich da noch viel, viel besser vorbereitet. Deswegen, ja, ich hoffe, falls das wirklich nach hinten losgeht und ich schwöre auf alles, Freunde, ich gebe mein allerbestes. Aber falls ich es nicht schaffen werde, dann hoffe ich, dass ihr mir das nicht böse nehmt. Aber Freunde, hier wird nicht rumgeheult, Junge, morgen wird rasiert und fertig. Wir werden den auseinandernehmen. Ich gebe mein Bestes. Auch wenn ich jetzt gleich meine Aufnahme beende, nach diesem Video, ich werde gottlos trainieren. Ich werde heute erst, keine Ahnung, um 2 Uhr nachts schlafen gehen, weil ich den ganzen Tag noch PvP trainieren werde. Ich habe sogar einen extra Server, wo wir trainieren und. Deswegen, Freunde, ich gebe Vollgas, ich werde mich ranhalten. Und dann hoffe ich, dass das morgen ein faires 1 gegen 1 wird, Freunde. Wir haben wahrscheinlich, werden wir ohne Tränke, ohne irgendwelche komischen Items und sowas spielen, sondern wirklich ein reines, faires Match mit Bogen, Schwert, Axt, Corpweb, so die ganzen Basics halt, ne, mit Enderperlen, Wasser, Lava, alles, was dazugehört. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob Flo mit seiner komischen Armbrust das spielen will, habe ich sogar alles auch schon ausprobiert auf meinem Server. Der macht tatsächlich gar nicht so viel Rüstungsschaden. Ich dachte am Anfang nämlich, der wäre übel krass, aber der macht tatsächlich gar nicht so viel Rüstungsschaden im Vergleich zum normalen Bogen und so. Aber ich nehme an, wir spielen auch ohne Armbrust, weil er weiß ja auch, dass ich keine habe. Ansonsten würde ich mir auch noch eine machen, ohne diese Feuerwerk-Raketen-Kacke, weil ich glaube, das ist stärker, weil wenn man halt blockt, kannst du jedes Mal mit Schnellladen da durchballern. Aber ich werde es erstmal nicht machen. Falls er das morgen will, werde ich ihm halt auch sagen, ey, pass auf, entweder mache ich mir jetzt auch noch eine Armbrust und dann fighten wir oder halt nicht. Aber ich übe schon trotzdem auch mit Armbrust. Also, ja, Freunde, ich will auf alles vorbereitet sein. Aber ich würde sagen, wir labern gerade wieder so viel drumherum. Wir schwimmen jetzt erstmal dahin, bis wir angekommen sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und den, Bruder, den nehmen wir mit, Freunde. Bis gleich. Okay, Freunde, wir sind jetzt beim Eisbiom angekommen. Und ihr seht schon, ich habe mir hier so eine kleine Markierung gebaut, damit ich es wiederfinde. Und ich habe hier schon mal angefangen, so ein ganz kleinen... Oh, es funktioniert! Oh mein Gott, ich wusste nicht, ob die hier drin auch wirklich spawnen. Alter, ist das geil. Okay, es funktioniert. Ich schicke ganz kurz mal Rhiney die Koordinaten. Oh mein Gott. Freunde, hier spawnen die Endermen einfach drin. Ich sag euch, real talk, ich hatte ein bisschen Schiss, dass die hier nicht drin spawnen. Aber so wie es aussieht, spawnen die hier drin. Und ich werde jetzt hier auch gar nicht schwer rumgraben und so, Freunde. Passt mal auf. Jetzt gibt's hier nämlich die fetteste Sprengung überhaupt. Wer es nicht weiß, wir sind ja gerade in einem riesigen Berg drin. Und wir werden jetzt hier eine riesige Höhle draus machen, dass quasi in diesem ganzen Berg einfach Endermänner spawnen können. Oh mein Gott, das ist so wichtig, ne? Das ist so wichtig. Ich würde sagen, für eine Testsprengung reicht das jetzt erstmal. Wir machen direkt schön gedoppelt, damit eins nach oben springt und den Berg auch weiter oben kaputt macht. Weil die TNT-Blöcke schleudern sich ja gegenseitig. Theoretisch würde so eins reichen, immer mit 2 Abstand. Ich glaube sogar mit 3. Wenn man jetzt Netherite farmt, macht man das ja so. Aber ich sag mal so, Freunde, wir haben ja genug TNT. Okay, bereit? Sprengung. Oh mein Gott! Digga! Oh mein Gott!
Okay, brutal, brutal, Freunde. Aber die Höhle muss größer werden, sag ich euch. Die Höhle muss noch größer werden. Deswegen, der Sprengmeister hat nämlich wieder zugeschlagen. Ich habe generell mit meinem TNT noch nichts gemacht, ne? Viele haben es mir ja auch in die Kommentare geschrieben, so, yo, du hast so viel TNT gemacht, warum machst du damit nichts, Freunde? Ich bin anders geworden wie auf der YouTube-Insel. Ich bin inzwischen gar nicht mehr so auf Streit aus, dass ich immer irgendwas wegspringen muss. Aber hier, zum Beispiel heute, da bringt es auf jeden Fall was, Freunde. So. Dann auch schön nicht ausleuchten alles. So. Zack, zack, zack. Wir machen auch noch zwei hin. Boah, da hinten spawnen Endermänner. Oh mein Gott, Freunde, das wird so der Key werden. Richtig geil. Alles wird hier in die Luft gejagt, auch der Enderman. Und, okay, ich sehe wieder Schnee sogar. Das hier ist halt einfach jetzt der Key, ne? Das hier ist einfach der Key und ich hoffe, hier geht es nicht schon wieder raus. Oh, hier ist eine richtige Schlucht. Und her mit der Enderperle. Okay, ist auch schon mal sehr, sehr geil. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier auf jeden Fall mal die Höhle noch ein bisschen weiter, Leute. Sprengen wir wieder weiter. Oh, hier hat eins überlebt. Ah, der ist alles von eben sogar. Ja, es ist so brutal, ne? Oh. Man hört's nur lachen. Was geht's? Bro. Hä? Ja, wo bist du? In der Höhle. Ich höre dich unter mir? Ja, guck mal da. Ich habe ein Stack Blöcke in die Höhe gebaut. Das ist der Eingang. Okay, okay, okay. Dann gehe ich da rein. Ich höre, du hast schon weg. Ich bin schon weiter drin gerade. Ja, ich komm. Egal. Aber mach ein bisschen in die Breite, oder? Dann sieht man ein bisschen. Ja, genau. Bin schon dabei, mein Freund. Und es klappt, ne? Hier spawnen Endermänner. Let's go. Bro, es ist insane. Hier, warte, du kannst auch ein bisschen machen, wenn du willst. Hier. Oh, yo! Im Wald PvP. TNT. Sollen wir einfach noch so links eine Leine legen, quasi? Wäre cool, wäre es ein bisschen flacher, aber sonst ist geil. Ja, ne? Aber kann man nichts gegen machen, ne? Warte, hier der eine Berg, den spammen wir auch mal kurz hier noch in der Mitte. Bro, mach einfach so, dass es weit ist. Ist einfach verbrauchen. Im Endeffekt ist dann eh genug. Vorsicht, Sprengung. Oh, ich hoffe, Bro, guck mal geradeaus, die Endermänner. Es ist so geil. Bro, die kommen einfach. Das ist so gut. Bro, ich wusste, dass das Gebiet hier leicht ist zum Farmen, aber das ist absolut OP. Okay, das ist geil. Und jetzt baue ich hier durch. Ja. Das macht übel Sinn. Er kann gerne herkommen, ich brauche Enderperlen. Er ist nicht mehr aggro. Okay, nehme ich mit. 6 Enderperlen, einer? Ah ne, 3 waren. Einer? Ich dachte schon. Nee, waren drei, ich hab's schon. Ich muss erstmal den Inventar leer machen, ich hab grad so viel geschenkt bekommen. Hey, wie meinst du? Ja, von DSU und so. Ach so, ja. Das ist Gold und sowas. Bro, Eiskrieger hätten zusammen, du weißt. Bro, da. Das weißt du doch gar nicht, stimmt. Hallo? Was ist du? Seelenamulett? Ich hab weggegeben? Seelenamulett gegeben. Du hast ja. Das. Oh, Ehrenmann, Alter. Bro, das ist ehrenhaft. Ich schwör's dir. Das ist ehrenhaft. So, Sprengung. Digga, okay. Bro, wie aufgeregt bist du? Boah, also immer noch übertrieben, ne? Ich schwör's dir. Aber du auch, ne? Prozentual gesehen. Ah, Bro. Wie viele Fights von 10 glaubst du, würdest du gewinnen? Also ich sag, Flo ist bei 70%, ich bin bei 30%. Vorsicht! Yo! Hoppa da! 70-30, okay, krass. Würde ich sagen. Bro, okay. Digga, er spielt sein Leben lang Minecraft. Ich hab wirklich 70, jetzt als ersten Fight einen krassen Gegner, Digga. Ja, Bro, nicht drauf. Ja, das stimmt. Vorsicht, noch kleine Sprünge. Ah, es ist schwierig, Digga. Es ist echt schwierig. Ey, Junge. Kannst du aufhören, mich hier die ganze Zeit zu sprengen? Lässt du es da ein, ey. Warte, hier mach ich auch noch kurz das Ding in der Mitte ein bisschen ebener. Bro, ich kann's Real Talk nicht einschätzen. Ich habe in meinem Leben noch nie gegen Flo einen Fight gehabt. Ja, check ich. Ja, also ich sag, bei mir ist so 80-20, um ehrlich zu sein. Ja. Aber... Warte, für dich 80? Nein. Schade. Bro, ich habe auch so in den ganzen Analysen und sowas gesehen. Mhm.
halt, dass die Leute sehen halt Brian auch vorne. Check ich auch. Bro, er ist ein PvP-Legende. So, weißt du, er hat wirklich richtig viel. Er war besser auf dem Top-Ding. Aber bei dir ist was anderes, Bro. Also Tridan zum Beispiel hat dich vorne gesehen. Tridan hat gesagt 55, 45 für dich. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Boah, wow, Digga. Das ist strong. Bro, trotzdem, er keine Ahnung. Ja? Ja? Er meinte, deine Stärke ist auch sehr stark im Nahkampf, aber Floß auch. Ja. Aber er sieht deine noch ein bisschen weiter vorne. Ja, Bro, ich bin gespannt. Ich sag dir ehrlich, es ist hart, aber ich hab echt, ich gehe mit so Bro. Viel Respekt in diesen Fight rein, ne? Im Endeffekt gibt man eh alles so. Man geht da nicht rein. Gibt nur 20%. Genau, genau. Ja. Das wird morgen das erste Mal, dass ich in Minecraft Helden ernst fighte. Ja. Ich werde morgen auch komplett alles geben. Und dann soll es so sein, wie es halt kommt und sein soll. Ja, Bro. Warum hier und Schnee? Das hab ich, wegen der Schlucht irgendwie. Wahrscheinlich, weil oben Pulverschnee ist. Vorsichtsprengung. Ich glaube, das reicht sogar von der Größe, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt nur einmal rausgehen. Und mit TNT komplett Dings, oder? Aufbrauchen. Oh, was für komplett aufbrauchen? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks. Verlier schon gegen den Enderman im PvP, Digga. Oh, Moment. Danke. So, der ist auf mich. Wo ist er hin? Hinter dir. Pendejo. Yeah. Oh, meine. Das war nicht deine. Hä? Ich habe auch bekommen. Ich habe doch vorher schon welche bekommen gehabt. Geilo. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist jetzt mein 7. Stack. Ich glaube, es reicht sogar schon fast. Der hat Bock zu sprengen. Bau den Tunnel, ich setz den Sprengsatz. Jetzt noch. Ey! Vorsicht, Sprengung. Hallo? Ja, boah, ich dachte gerade im Chat stand, dass Ryan gestorben ist. Digga! Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, du hast das PvP-Duell gewonnen. Ja, würde ich auch mal sagen, ne? Glückwunsch an dich an der Stelle. So, Wand ist weg. So ist krass, so ist krass. Ich gucke jetzt jeden Enderman an, den ich hier sehe. Wir müssen eigentlich noch irgendeine Stelle machen, wo wir die quasi gut reinlocken können, weißt du? Ja, wo wir keinen Schaden kriegen. Genau. Ich muss auf jeden Fall die Markierung am Anfang rausmachen, aber ist eigentlich auch egal. Bro, bis morgen hat es keinen Ampelkrieger hier gefunden. Safe Call. Ja, safe nicht. Vor allem, wir nehmen das Video ja hier gerade auf. Das kommt an dem Tag, wo wir fighten. Ja, genau. Das Ding ist, stimmt! Freunde, wenn ihr das Video jetzt gerade seht, wir können alles sagen, was wir dann sagen ist Fight. Wollen in diesem Video. Bro, wenn die Zuschauer das Video hier sehen, sind wir schon oder der Fight war schon. Ja, wir werden sein. Also das Ergebnis kam, ist uns quasi schon bekannt, Leute. Oh mein Gott, wenn ihr das gerade seht, dann wissen wir schon, wie es ausgegangen ist. Ja. Wobei wir uns ja, wir werden ja nicht mal gegenseitig im Chat sehen, wer gewonnen hat. Das kommt ja auch noch dazu morgen. Wir werden den Chat, stimmt, das hast du auch schon erwähnt? Nee, hab ich noch gar nicht erwähnt. Wir werden den Chat, jeder wird den Chat morgen ausblenden. Bro, das heißt, ich sehe nicht mal, ob Psyu gewinnt, ob du gewinnst. Ja. Wir werden uns danach treffen und dann werden wir es einzeln bekannt geben müssen. Das ist hart. Das ist echt gottlos. Ich glaube, von der Fläche her passt so, oder? Deswegen auch ganz kurz nochmal an euch da draußen, Freunde. Nicht wundern, in den letzten Tagen kamen ein paar Re-Upload, Sachen, die zum Beispiel Max schon aufgenommen hatte, wo ich dabei war und. Das lag einfach daran, ich habe mich halt intensiv wirklich, ich habe trainiert und viel Zeit in Minecraft verbracht, aber wenig Zeit damit halt aufzunehmen. Dementsprechend, ja, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Sobald der Kampf vorbei ist, dann geht's hier wieder auch ganz normal weiter. Muss, ne? Sieht zwar nicht schön aus, aber naja. Ja, solange es klappt. Ich bin hier, ich baue gerade die Plattform hier noch. Für tagsüber ist geil, aber für nachts schwierig. Okay, lass mal einmal rausgehen. Hast du das Geräusch gerade gehört? Nee. Das hat sich angehört wie ein Furz. Ich schwöre auf alles, das hat sich angehört. Freunde, schreibt die Kommentare, das war gerade ein Riesenfurz. Ich zeig dir das gleich bei Übertragung. Bro, ich schwöre auf alles, das habe ich in Minecraft noch nie gehört. Ja, was ich auch gefunden habe, ich habe glaube ich als erster, also ich weiß nicht, ob es schon überhaupt das jemand hat, für mein Backpack einen Enchantment gefunden. Für den Backpack? Es gibt Backpack-Enchantments, zum Beispiel, dass Pfeile aus deinem Rucksack genutzt werden und sowas. Und ich habe gefunden, dass quasi dass Sachen, die Monster droppen, in meinen Rucksack direkt gelagert werden. Nicht in mein normales. Das Winter. Ist strong. Aber ich werde das erst nach morgen enchanten. Ja, bevor der Rucksack drauf geht, ne? Ja, bevor der mal futsch ist, ne? Will man ja jetzt auch nicht riskieren. Okay, okay. Ja, sollen wir draußen gucken, ob Nacht ist?
Ja, ich guck mal kurz. Okay, Freunde, wir haben jetzt eine relativ ebene Fläche. Die Sonne geht gleich unter. Ja, dann lass schon mal raus. Ja, let's go, ist doch eine coole Fläche. Ja, das ist geil. Aber der einer kommt gerade, den klepp ich kurz. Und in die. Ab in die Tiger. Was ist er? Okay. Voll das Flo, Bro. Okay, Bro. Lucky. Spinn wem. Komm, web ihn! Okay, let's go. Ich komm raus. Schlimm. Bro, er hat eine Enderperle gegönnt. Ja, ja. Freunde, ich sag euch ehrlich, es ist halt noch ein Tag, aber ich bin wirklich so aufgeregt. Und da habe ich auch am meisten Angst vor, dass ich morgen einfach viel zu aufgeregt sein werde, dass ich da halt morgen was Krasses reiße. Oh Mann, ich habe mein Rückstoßschwert, ist auch so dumm eigentlich. Danke dafür. Generell, Freunde, für euch, die schlauste Taktik ist es, Endermänner zu suchen und einfach nur in die Augen zu gucken. Ab irgendwann reagieren die. So wie er da oben reagiert nicht. Oder doch, jetzt hat er auch reagiert. Sehr gut. Und dann kann man die killen. Weil wenn ihr eh full equipped seid, dass die euch down, ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Die ziehen auf jeden Fall ein paar Herzen, das ist klar. Aber alles machbar. Let's go. Und bam, dann regnet es auch. Die Enderpearlies, Freunde. Okay, wie viele haben wir? Gleich 2 Stacks. Schon mal sehr, sehr geil. Okay, Sonne ist noch richtig schön unten. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber gut, Freunde, ich glaube, es ist schon wieder viel zu hell, dass die jetzt noch draußen spawnen. Wir gehen direkt mal kurz rein. Wir können ja mal checken. Wenn jetzt noch einer Männer da drin sind, vielleicht sind da sogar noch eine Menge drin, wer weiß. So, Nummer 1. Nummer 2. Haben wir noch mehr? Hallo. Ne, aktuell noch nicht. So, jetzt sind sie hier. Da ist er, der Meister. Hey! Hey, was geht? Angelogen. Wie angelogen? Ja, warst gar nicht draußen, ne? Natürlich war ich draußen. Hast du allein draußen gelassen? Hm? Nein. Naja, aber draußen war... Enderman, du weißt gar nicht, was sie mit mir gemacht haben. Bro, bei mir war gerade echt tote Hose draußen irgendwie. Bei mir ging's noch mal Zeit. Ich hab, glaube ich, einen Stack oder so. Das war's dann auch schon. Aber irgendwie, also ich hab's mir krasser vorgestellt hier drin, ne? Ja, es ist nicht geisteskrank, aber sonst überall anders ist noch schlechter, weißt du? Naja, kommt gar nichts, das stimmt. Ja, ich glaube, für mich reicht's aber... An Enderperlen. Wie viel hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks. Kannst du mir eine geben, dann habe ich 8 Stacks voll. Bitte. Jetzt muss ich dir... Du hast 8 Stacks, ich habe 2 gerade so. Und ich muss dir eine abgeben, das ist krank. Okay, Freunde, genau an dem Punkt haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde weitergefarmt. Ich habe Ryan ja noch ein klein bisschen geholfen. Eine Sache musste ich unbedingt noch machen, bevor es morgen in den Kampf geht. Und das ist mein ganzes Inventar zu clearen. Denn ich habe aktuell ja noch so viel Zeug im Rucksack. Und auch wenn ich mein Bestes gebe, kann es sein, dass ich sterbe. Und bevor ich dann die Sachen auch noch verliere, kläre ich lieber einmal alles und wir machen uns kampfbereit. Und genau das machen wir jetzt. Okay, Freunde, Safe Room Nummer 1 ist gerade am Start. Ich wundere, ich habe gerade noch Pulli angezogen. Aber ihr seht schon, ich habe mein Inventar gerade schon ein bisschen aufgeräumt. Wir hatten ja gerade eben im Rucksack echt noch richtig viel Zeug. Unter anderem auch noch ganz viel TNT übrig und. Aber ich habe jetzt generell erstmal alles in die Kisten gepackt. Das heißt, ich habe noch eine neue Kiste gemacht. Auch hier so Sachen für irgendwelche Hüte, die Riley mir geschenkt hat. Ich packe hier erstmal alles rein, Freunde. Tränke und so weiter lasse ich auch erstmal da, weil ich habe halt tatsächlich nicht genug Tränke zum Fighten, Freunde. Ich habe halt Feuerresistenztränke, das ist klar. Aber Schnelligkeitstränke habe ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel PvP auch mit Schnelligkeit trainiert. Aber es reicht halt nicht zum Fighten, weil ich glaube, ich habe 3 oder 4 Tränke, also mehr sind es nicht. Deswegen, ja, Freunde, das macht keinen Sinn. So, Suppen bringen mir auch gar nichts. Klar, Sättigungen sind die mega krass, aber für den Fight bringen die mir auch nichts. Dann generell die Frage, wie viele Corpwebs und Enderperlen nehme ich mit? Also Enderperlen hole ich mal lieber viel mehr mit. So, auch wenn ich die alle verliere, die habe ich in einer Stunde wieder gefarmt. Corpwebs genauso. Ich habe ja in den anderen Safe Rooms, ich habe sogar hier überall noch. Also ich habe noch so viele Corpwebs, da kann man auch nichts mit falsch machen, Freunde. Und ich will lieber zu viel mitnehmen, anstatt zu wenig. Und falls ich halt verliere, dann, ja, kann Flo sich darüber freuen, dann gönne ich es ihm auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sollten eigentlich erstmal reichen, Freunde, genau wie Enderperlen. Die können am Ende ganz schnell runtergehen, wenn meine Rüstung zerstört ist und ich wirklich Enderperle spamme und immer zum Abhauen und Gappen und, Freunde, dann brauche ich da eine ganze Menge von. Goldäpfel habe ich jetzt mal so 2 Stacks und 10 mitgenommen. Ich glaube, das sollte auch ungefähr reichen, weil ich glaube, mehr schaffen wir eh nicht mit einer Rüstung. Ich hole uns noch Schweinefleisch mit. Na, das knall ich mir mal gerade rein. Und, Freunde, wir gehen mal ganz kurz. Ich will einfach als Glückbringer meine erste
Rüstung von Minecraft-Helden dabei haben. Weil hier ist die 5. und 6. Rüstung von mir, glaube ich, drin. Aber im anderen Safe-Room ist, glaube ich, noch die allererste, weil aktuell habe ich auch irgendeine 3. oder so an. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein besseres Gefühl, wenn wir damit morgen kämpfen. Deswegen, die werden wir holen. Eine Pickaxe holen wir gleich oder machen uns auch noch neu mit Eisengrad. Und wir machen uns generell eine Eisenrüstung, damit wir morgen die Rüstung nicht mehr irgendwie beschädigen, bevor es dann zum Fight geht. Weil ich glaube wirklich, jeder einzelne Punkt, ihr seht schon unten, ich habe es aktuell sogar noch auf Prozente, warte mal. Aber jeder einzelne Rüstungshit, auch wenn es jetzt von einem Zombie ist, könnte am Ende alles entscheiden. Deswegen riskiere ich gar nichts. So, jetzt packe ich mir ganz kurz noch Schilder rein. Ich habe zwar noch ein paar Haltbarkeitsschilder, aber ich mache mir ganz kurz noch neue, sodass ich insgesamt 4 Schilder am Start habe. Ich hole mir Bücherregale noch mit. Warte, bam, bam, bam. Und werde die Bücher davon holen. Und gleich noch verzaubern, Freunde, dass wir noch Haltbarkeitssachen kriegen. Ansonsten müsste ich eigentlich soweit alles haben. Ich hole noch Lapis und Eisen mit zum Verzaubern. Und ja, Freunde, dann haben wir es so langsam, ne? Okay, eins können wir noch mitnehmen. So, komm, machen wir den hier gerade. Zack, zack, bam. Haben wir schon mal 2 verzauberte Schilder. Freunde, das ist so krass, Junge! Morgen steht einfach der große Fight an und ich sag euch ehrlich, ich bin so aufgeregt. Und wir haben uns verständigt, dass wir mit normalen Fallen spielen, nicht mit diesen Langsamkeitsfallen. Damit es einfach eine faire Sache bleibt, Freunde, ihr wisst es selber. Wir wollen einfach nur gucken, wer in PvP der bessere Spieler ist. Und deswegen bleiben wir bei den ganzen Basics. Also das wird's nicht mit TNT. Ich habe zum Beispiel TNT Minecart geübt zu trappen, mit Gleisen hinsetzen, die dann drauf und in 2 Sekunden mit vollgeladenen Bogen draufkloppen. Und so, ich hab so wirklich, ich war voll in meinem Film, Freunde, damit ich da irgendwas Krasses noch reißen kann. Aber wir bleiben bei den ganzen Basics, Freunde, damit das schon mal geklärt ist. Deswegen lassen wir den ganzen Stuff jetzt auch hier erstmal drin. Ich glaube, Goldäpfel habe ich auch genug, ne? Es ist so schwer einzuschätzen, wie viele wir mitnehmen, aber das reicht dicke. So, ansonsten haben wir auch alles genug. Milcheimer brauche ich keinen. Warte mal, es ist zu hart. Wir gehen jetzt ganz kurz noch in den ersten Safe Room, weil ich glaube, da ist noch die erste Rüstung. Ja. Sie ist hier drin, Freunde. Wir sind nämlich jetzt gerade in dem anderen Safe Room und ihr seht schon, Vives Hose, das ist meine OG-Rüstung und ich habe die schon so oft repariert. Wenn sie jetzt nochmal kaputt geht, kann ich sie nicht reparieren. Taktisch gesehen, falls ich verliere, ist das auch das Schlauste, weil dann könnt ihr mit der Rüstung nichts mehr anfangen, weil dann ist sie eh nach dem Kampf gefühlt halb im und reparieren kann man auch nicht mehr. Aber das wird sie sein, Freunde. Das wird sie sein. Die werde ich auf jeden Fall dann einmal eintauschen. Oh mein Gott, Freunde. Einfach die OG-Rüstung. Okay, ich leg hier mal die anderen Sachen rein. So, wir haben die Schwerter hier. Ich vergleiche nochmal kurz. Ich habe, by the way, für Rhiney muss ich ja eh noch ein Schwert mitnehmen, ne? Ja, dann nehme ich dem das hier noch mit. Schärfe, Haltbarkeit, Plünderung, Schwungkraft, Verbrennung. Schärfe, Verbrennung. Okay, ist auch alles da, Freunde. Ist halt minimal angekratzt, aber das juckt, glaube ich, nicht für einen Fight. Und auch hier haben wir noch so viele Cobwebs und keine Ahnung was. Das passt soweit alles. Aber ja, so, das hole ich jetzt noch mit für die Schilder. Ich brauche Pfeile. Sonst haben wir wirklich alles, Leute. Wir haben alles. Der Bogen ist ready. Es ist wirklich ein krasses Gefühl. Aber ich sag's mal so, Freunde. Ich bin bereit für den Kampf. Ich werde morgen alles geben. Ich hoffe wirklich, ich enttäusche euch da draußen nicht, Freunde. An alle, die an uns glauben. Die Eiskrieger werden wirklich, wir werden so gottlos Vollgas geben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir heute noch geübt haben. Also den Anfang vom Video haben wir mittags aufgenommen. Jetzt haben wir wieder abends, Freunde. Wir haben den ganzen Tag trainiert. Ob es am Ende dann noch reicht, das werdet ihr morgen in der nächsten Folge sehen, Freunde. Aber wie gesagt, drückt mir einfach die Daumen und ja, Mann, dann sehen wir uns morgen im Fight. Ich habe so krass Respekt davor. Ich glaube, Flo ist so ein geisteskrank starker Spieler. Und das wisst ihr da draußen auch. Aber ich glaube, das ist für mich mal so eine richtige Probe. Bei The Walls habe ich Hardcore verkackt. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber solange ich es morgen schaffe, einen ordentlichen Fight hinzubekommen gegen so eine Minecraft-Legende, der so krass ist, alleine das wäre schon krass, Freunde. Und wenn ich dann noch den Win hole, dann wäre komplett Game Over. Aber Freunde, ich gebe Vollgas. Wir sehen uns morgen. Drückt mir alle die Daumen. Vorbei, es bringt schon nichts mehr, wenn ihr das seht. Haben wir schon gefightet. Aber ja, ich rede zu viel drüber rum. Wir sehen uns morgen. Haut da rein, Freunde. Wir sehen uns. Ciao. Wow, da ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro. Was ist denn hier passiert? Ey, ich glaube, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft. Ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und